Ja, hier ist wieder Grossi mit einem weiteren Let's Play zum Thema Free to Play Night Banes, dem Collectible Card Game. Hier mit meinem zweiten Charakter, den ich wirklich nur spiele, wenn ich auch filme, ansonsten wird er nicht gespielt und hier wird alles nur Free to Play gemacht. Ja, ein aufmerksamer Zuschauer wird vielleicht denken, Moment mal. Free to play, wieso hatten die hier unten dann 50 Blutdiamanten? Das kann ich euch verraten. Wenn ihr auf der Bestätigungs-E-Mail auf, also wenn ihr die E-Mail bekommt von Nightbanes und ihr bestätigt dann euren E-Mail-Account darüber, dann bekommt ihr gratis 50 Blutdiamanten. Und die werden wir jetzt gleich mal benutzen. Und da gucke ich mal, was ich davon bekomme. Ja, ich könnte mir jetzt hier das kaufen. Dafür fehlt leider alles dazu noch was, ne? Dafür wird es reichen. Also da kann man sich vielleicht hier immer mal nach und nach so ein paar einzelne Karten kaufen. Also hier seht ihr schon, 1 Stunde 58 Minuten wird alles gedings gebumst. Ist nicht so laut, sonst hört uns mehr zu. Jetzt können wir schon angeben, solange das Video läuft. Die albern schon wieder rum, weil die wissen, ich nehme auf. Der albern die hier neben schon wieder rum. Eieieiei, Ayosha wieder. Ich hasse Ratten. Ja, wie in meinem Song. Ach, apropos Song. Jetzt läuft er. Ich wusste doch, dass da irgendwas fehlt. So. Also, da können wir, wie gesagt, hier könnt ihr ab und zu mal reingucken. Und könnt euch jetzt hier vielleicht einzelne Karten kaufen. Ihr könnt euch jetzt hier auch noch so ein Base-Pack holen. In der Hoffnung, dass da irgendwas drin ist. Oder ihr wartet einfach mal ab, ob hier irgendwann mal eine Karte drin ist, die euch so gefällt. Diese Belohnung bekommt ihr auch so. Das hier ist gibt es nur für die PvP. Also wenn ihr 50 Mal gewonnen habt, pro Sieg gibt es einen Punkt. Also hier 50 gewonnen, könnt ihr euch die Karte holen. Ruf ist im Moment ja noch nichts freigeschaltet. Level könnte ich mir den jetzt hier holen. Also ihr seht, da wird auch im Level dann später was freigeschaltet. Wo es sich vielleicht lohnt, darauf zu warten. Wie zum Beispiel das hier. Oder der blutrünstige Werwolf. Jawohl. Oder was gibt es denn hier noch später? Das wäre natürlich dann zu teuer. Das wäre dann ein neuer Lord. Der würde 60 kosten. Da müsst ihr dann wiederum dann nochmal 10 draufpacken. Da müsst ihr euch dann vielleicht doch das Starterpaket holen. Ich mache das nicht. Oh, ich würde es doch machen. Guck dir das doch an. Setzt Level 46 voraus. Okay, den hole ich mir dann später mal so. Ob ich so weit komme, free to play, ist noch die andere Frage. Aber hier, da gibt es auch schon schöne Sachen für 25. Hier, Untoter der Schurke. Ja, krass, oder? Der ist schön, der ist schön, der ist schön, der ist schön. So, was gibt es hier noch? Quests. Ja, hier gibt es was für 50. Hier zum Beispiel der Zombie-Brutale später. Das wäre doch eine Möglichkeit. Oder hier der Schwarzgurt. Setzt beendete Quest Großmeister Goku voraus. Ja. Und Quests. Das Video kommt dann sicher. Komisch. Genau. Hab's schon erwähnt. Ja. Also, wir machen jetzt hier nochmal. Also ich hebe mir die 50 jetzt mal auf. Und gehe dann mal hier in den Questbereich. Quest, genau. Und hier fehlt mir noch ein bisschen was. Das werde ich jetzt mal hier einfach im Autoplay mal durchlaufen lassen. Quest wiederholen, zack, Quest wiederholen. Hab noch eine Belohnung bekommen. Also ihr seht, da gibt es auch Karten her. Jetzt halt nicht so der Brille. Jetzt komme ich schon in Level 3. Geschmackssache. Wichtig ist der Sensenmann. Komm, bitte.
Und dann haue ich dann nochmal die Energie, die ich habe, raus. Jawohl, auch du im Level 3. Ist für das Deck hier keine allzu große Schwierigkeit. Ab und zu kann man natürlich im Autoplay dann auch mal verlieren. Hey, neue Karte im Shop freigeschaltet. Zombie-Diener. Ja. Kann man, muss man aber nicht. So, zurück. Achso, ist noch gar nicht vollendet. Ach, das war nur, weil ich den Ruf voll gekriegt habe. Okay. Dann weiter im Text. Als Rauf auf die Mütze. Palup, palup. Oh, die seht ihr, diesmal verloren. Diesmal verloren. Soll ich mal ein Spiel durchspielen? Ja, ich setze mal hier die Geschwindigkeit, setze ich mal auf vierfaches Spieltempo. Und dann spielen wir einfach mal durch. Ich nehme einfach mal den hier zuerst. Dann nehmen wir den. Und jetzt kommt der noch dazu. Und dann der. Zack, zack, zack. Sieht doch ganz cool aus. Der hat ein bisschen Aua gemacht. Heilt alle deine Kreaturen Untot für 1. Das ist natürlich gut, weil Untote haben wir ja immer jede Menge dabei. Und dann nehme ich mal den Nekromant. Der heilt auch daneben. Wie gesagt, die dunkle Gabe kann man natürlich auch mal, ne? Auch mal einsetzen. Mach ich jetzt doch gerade mal. Plop, 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 plop. Oh, der hat sogar schon hier so eine Schreckensmine, hat er sogar schon im Koffer drin. Das ist ja ein Ding hier. Du. Ja, du hast gewonnen. Jetzt machen wir mal was ganz anderes. Machen wir doch einfach mal eben mal den Chat im Auge wieder behalten. So, Quest wiederholen. Und jetzt mache ich, tue ich doch mal so, als wäre ich Autoplay. Autoplay, wie gesagt, nimmt immer die linke Karte. Mach ich das mal. Linke Karte. Linke Karte. Nochmal die linke Karte. Und nochmal die linke Karte. Und immer wieder schön links. Immer wieder links. Immer. Ohne Rücksicht auf alles, was da auf mich zukommt. Ihr seht, er hat sich dann gerade wiederbelebt. Zack. Und er kriegt den da oben nicht kaputt, aber hier unten passiert auch nicht viel. Ja, das war's schon. Neue Stufe erreicht, deine Energie wurde komplett aufgefüllt und 10 Blutperlen habe ich bekommen. Also am Anfang sieht man schon, geht es relativ schnell. Gucken wir mal, wie viel fehlt denn noch? Level 3, 6 und 8, dann spielen wir nochmal 2 Runden. Eine noch, eine noch, eine noch, eine noch. Oh, nochmal. Der war nix. Schon wieder verloren. Hallo? Na also. Ja. Also, ihr seht, Quest abgeschlossen, Belohnung, gab es 3-mal Blutrubine. Schön. Und hier, das Ding ist jetzt vollendet. Die Quest könnten wir jetzt wiederholen, wenn man möchte. Warum aber? Es gibt keine Belohnung. Also gehen wir zur nächsten Quest, zum nächsten Lord, zur Xonia. Und gucken mal, was die uns für Belohnung vorbeibringt. Dann spielen wir sie doch erst einmal im Normalmodus und gucke mal, was die so kann. Also ihr seht schon, die hat Untote. So, dann nehmen wir den hier noch mit raus. Und hier unseren Checker noch mit dabei. Der auch noch. Und der kann ausweichen, der kommt auch noch ganz gut. Ist jetzt halt beim Quest, ist das halt alles jetzt ein bisschen nicht so spannend wie beim PvP. Ja, geschafft. Dann probieren wir es im Autoplay, wie es abgeht. Jawohl, klappt. 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 Und Belohnung bekommen, Skelettkrieger, sehr gut. Ein paar Pünktchen habe ich ja noch. Oh, halt. Das nächste Quest ist auch schon freigeschaltet. Das war nix. Hat wieder geklappt. Auch wieder. Einmal müsste es, glaube ich, noch gehen. Und dann ist die Energie alle. Ja, hier ist die Energie alle. Und die könnte ich jetzt kaufen für Blutdiamanten zum Beispiel. Aber die will ich mir aufheben. Also wie gesagt, ihr hättet jetzt hier die Möglichkeit, auf Gratis-Energie zu gehen. Und guckt euch dann 15 Mal am Tag könnt ihr euch so ein Video angucken und kriegt für jedes Mal 5 Energie. Ihr müsst das Video nicht, also alle 10 Stunden wird der Zähler zurückgesetzt. Ne? Oder in 10 Stunden steht hier. Gut.
Und 15 mal 10 Energie wären also 10 mal 15, 50. 5 mal 25 wären 75 Energie. Das reicht dann wieder für 1, 2, 3, 4, 5 Quests. Ja, glaub schon. Ja, ja, Kopfrechnen halt, ne? Okay, bis jetzt haben wir ja noch nicht viel fürs Video, deswegen probiere ich jetzt nochmal PvP zu machen. Aber um die Uhrzeit, glaube ich, da sind nur noch hier die Großen unterwegs. Da ist nichts mehr da an Material in meinem Levelbereich. Das heißt also wirklich Kummer, Leid und Elend. Ich schaue das Neueste von Grossi an. Er hat alles. Was für hier unten? Wo war nochmal der Let's Play von heute? Base Light, gerne, ja, viel Glück dabei. Ich weiß nicht, worum es geht. Hab schon wieder nicht aufgepasst. Ich bin hier ja auch am Spielen und am Bubbeln, da kann ich ja nicht aufpassen. Okay, der hat denselben Lord wie ich. Erhöht die Wut einer deiner Kreaturen um 3. Mhm. Der überlegt jetzt gerade, was er macht. Okay. Der macht noch nichts. Nein, der macht noch nichts. Dann hau ich den mal hin. Aber er greift meinen jetzt schon an. Dann setze ich den mal noch dazu. So, und dann setze ich jetzt gleich noch einen, der keine Energie braucht, in der Runde drauf. Oder, ja genau, ich setze jetzt den hin. Oh, siehst du mal, der hat schon gleich eine Ratte beschworen. Und jetzt nutze ich mal meine dunkle Gabe. Und dann dürfte das sogar schon mein erster PvP-Sieg sein. Zack. Zack, 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 zack. Oh, er hat noch einen. Einen hat er noch. Er wählt sich noch im Moment. Okay. Ja. Ey. Kampfwertung. Plus 15 habe ich bekommen. War der so weit über mir? Das hat sich aber gelohnt hier. Und ein Blutabzeichen. Nochmal eine Runde. Mal gucken. Nochmal derselbe. Ey, das lohnt sich ja richtig. Dann nehme ich doch erstmal den wieder, ja. Ich würde ja daneben im Chat gerne mal antworten, aber ich bin hier gerade im PvP und dann auch im Video machen. Aber danke, Ayosha, dass du meine Videos hier bewirbst. Sehr nett von dir. So, ich bin ja mal gespannt, wenn wirklich die Videos mal von vielen Leuten gesehen werden. Es sind ja schon einige Leute, die gesagt haben, sie haben durch meine Videos mit diesem Spiel angefangen. Wenn ihr auch einer davon seid, postet es einfach mal kurz unter dem Video. Das würde mich sehr freuen. Einfach mal so Interesse halber. Wen mein Video dazu bewegt hat, dieses Spiel auszuprobieren. Das würde mich ja sehr, sehr interessieren. Wenn dann hier wirklich irgendwann mal 50.000 Spiele sind, dann reicht auch hier der eine Chat oder diese vier Channels, die wir haben, nicht mehr aus. Spielt sich sowieso alles nur im Raum 1 ab. Die anderen Räume sind meistens relativ leer. Ich habe nochmal gewonnen. Ich habe nochmal gewonnen. Bin ich jetzt nochmal gegen den Spiel, glaube ich, hatte keine Lust mehr. Gegen wen habe ich denn überhaupt gespielt? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ob das vielleicht einer hier war in dem Chat? Jetzt kommt kein Gegner mehr. Ja, ich glaube auch, der hat wahrscheinlich die Lust verloren. Zweimal verloren. Oder waren es dreimal? Zwei oder dreimal? Ich glaube zweimal. Aber hier unten, guck mal, 1227 habe ich jetzt. Also da passiert irgendwie nichts. Da gehe ich mal gerade in die Rangliste. 1227. Dann gehen wir mal auf die Elo-Siege und gehen mal auf den letzten Platz. Da kommt man erst hin, wenn man auf den 500. Platz, wenn man 1651 Punkte hat. Da muss ich noch lang dran arbeiten. PvP Siege. Letzter Platz. 71 Siege. Da muss ich noch. Was muss ich? Lang dran arbeiten. Ey, da schreibt einer, meine Videos sind gut. Danke. Bist gerade in einem drin. So kann's gehen, ne? Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja. Kommst du. Kommst du nicht rein? Doch. Kommst du. Und Quest. Quest ist hier oben. Quest-Siege gibt es natürlich auch. Gucken wir mal rein. Also mit 377 Quest-Siege brauchst du, damit du auf Platz 500 bist.
Und XP braucht man 20.000, nee, das ist ja vorne die erste Seite, hier 5.361. Und wie viel habe ich? Zu wenig. Viel zu wenig. Okay. Eine Runde PvP probiere ich noch und dann war es das schon. Dann wird gewartet, bis hier unsere Quest wieder voll ist. Also unsere Quest, Quatsch, unsere Energie. Hirsch. Hirsch. Apropos Hirsch. Ihr wisst ja, wenn irgendwie einer geht oder so, AFK, kennt ihr, ne? Away from Keyboard. Es gibt ja auch Leute, die sind Brain AFKs. Und dann gibt es ja auch dieses schöne Wort Re. Re. Wenn einer zurückkommt, sagt er immer Re. Und die anderen sagen immer WB. Aber was heißt eigentlich dieses Re? Was heißt dieses Re? Keine Ahnung. Also ich weiß nur, was wie das Reh mit Vornamen heißt. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Na? Na? Kartoffelpü. Ein uralter Witz, oder? Hat jetzt auch jeder schon gewusst. Und jetzt kriege ich sowas von auf die Nase. Uiuiuiui. Da geht gar nichts ab. Der haut mich unangespitzt in den Boden. Das ist wahrscheinlich einer, der im PvP in einer ganz, ganz, ganz anderen Liga spielt. Aber gut. Da muss ich dann mit leben jetzt, dass ich eine auf die Glocke bekomme. Hau stehen da raus, zwei Schattenschaden auf einen Feind. Schaden aus Schattenquellen. Ich habe aber noch keinen Schatten, ist egal, ich hau den jetzt. Ja, bums, da habe ich wenigstens einen weg. Einer ist schon mal fort. Wenn ich jetzt die dunkle Gabe nehme, wäre auch nicht verkehrt. Machen wir jetzt. Dunkle Gabe mal raushauen. Blups. Blups, wieder einen weggemacht. Also wenn ich das jetzt gewinnen sollte, das werde ich nicht. Das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit mit meinem Deck, was ich bis jetzt noch habe. Da muss erst noch ein bisschen was kommen hier. So, haben wir erstmal den dahin. Ja, den hat er schon. Aber ich habe ihm mal einen habe ich ihn abgenommen. Einen habe ich ihm. So, mein Freund. Und noch einer gleich. Zack, hast gesehen. Gleich noch einer. Bums, hat's gemacht. Direkt den komischen Scheitel da oben gezogen. So. Welchen nehme ich denn jetzt? Den da. Oh, ich habe einen ausgeschaltet. Aber er hat mir auch Aua gemacht. Die hat mir Aua gemacht. Nehme ich die Spinne oder nicht? Ich nehme mal ein Feuerli. Feuer. Ja, ja, ich weiß. Mit dem F. Ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Noch. Warte mal ab bis Ende des Monats. Dann geht's wieder. Ja, ja, dann geht das wieder. Dann hört sich das wieder gut an und sieht auch wieder gut aus. So. Und jetzt ist gleich alles vorbei. Aber das habe ich mir schon denken können. Also PvP lohnt sich wirklich in dem Levelbereich tagsüber, wenn auch noch andere viele unterwegs sind, die noch neu sind. Jetzt abends spielen halt hier hauptsächlich die Cracks. Kampfwertung minus 1. Alles klar. Gut. Dann gehen wir auf zurück. Machen wir das Video nicht ganz so lange. Energie ist raus. Okay. Und in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch auch ein bisschen gefallen. Und denkt mal dran, irgendwie mal so ein kurzes Kommentar dazu lassen. Freue ich mich immer drüber. Und wir sehen uns im Spiel. Oder ihr seht mich im Video. Oder ihr belagert irgendwann meine Haustür. Nein, das natürlich hoffentlich nicht. Ja, dann viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Und Aloha.